Happy Birthday to us, Happy Birthday to us. Hallo, ich bin Zoe. Herzlich willkommen zur 40. Chartsendung von C-Tube. Fangen wir an bei Platz 5, Boombaker. Sie bezeichnen ihren Sound selbst so mitreißend wie einen Wellenkamm, so multimedial wie eine Nacht bei YouTube. Ich glaube, sie meinten C-Tube. Hier ist Platz 5, Boombaker mit Boombaker. Crazy crew, they have been watching you, but you never stop all your functions. You think you're some big taking your share, but there's lions around you waiting. Beware. Guadalajara haben uns in schöner Regelmäßigkeit mit Beiträgen rund um das Leben in den Bergen, beim Glatzenschneiden und bei der Albumproduktion versorgt. Der neueste Beitrag schildert die Eindrücke während einer Tour durch Osteuropa. Wir sind dann weitergefahren nach Liepaja. Liepaja hat einen absolut geilen Club, das Fontaine Palace. Und direkt neben haben die ein wunderschönes Hotel, wo wir übernachtet haben. Und wir haben uns gedacht, das ist unglaublich geil. Da hat nämlich vor 2 Wochen auch die Platan Gang dort gespielt gehabt, die dort übrigens abgesoffen sind und den nächsten Gig dann versammt haben wegen dem. Und wir haben eben ein bisschen gefeiert dort und sind dann ins Hotel gekommen. Und die haben, während der Markus geschlafen hat, haben sie uns Handy, Laptop und das Geld gestohlen. Und das war dann so ziemlich der Tiefpunkt der Reise. Wobei wir uns dann gedacht haben, dass das wahrscheinlich das Gefährlichste war, was uns passiert hat. Allerdings ist es dann wieder weitergegangen nach Riga und wir biegen in irgendeine Seitenstraße ein und plötzlich stehen ein paar Jugendliche mit Pistolen vor uns und wir haben einfach nur Gas gegeben und sind weitergefahren. Boah, also da hätte echt was passieren können. It's time to wake Soweit der C-Tube-Redaktion bekannt ist, ist die Trompeten-Rockband Guadalajara wieder wohlbehalten in Österreich angekommen, allerdings ohne den einen oder anderen Laptop. Am 9. Februar veröffentlichen sie ihr neues Album Weapons of Mass Seduction, was wir hier verlosen werden. Die osteuropäische Antwort auf Guadalajara ist die kroatische Ska-Punk-Band Oktoberlight. Sie sind diese Woche auf Platz 4 mit Hands High. Back to my explaining, Christ, I don't have a talking device. To be in keeping with the prophecy, wouldn't recognize him unless he had eyes to see. He didn't come dressed as a king. And here's the thing, believing's not enough. It's about a devotional heart. And to start to end, I will fight. Yeah.
Band kommt aus Frankreich und heißt Elke mit zwei E, also Elke oder Elke, wie auch immer. Die Akustikversion von Soul Plasma ist melancholisch, melodisch, mit Tiefe und Soul. Hier ist euer Platz 3. I took with my soul got you. Sharing the unknown, we could share together. I took with my soul got you. And we can ride them. I took with my soul.